Welchen Nagellack trägt Domino Kati wohl heute? Das und vieles mehr gibt's jetzt. Ich bin Kleiner Bahana und wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ja, ich habe deinen Kanal abonniert, das ist korrekt. Warum hast du meinen Kanal abonniert? Was geht denn mit dir? Ja, also ursprünglich habe ich ja ein Rezept gesucht. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, aber mir fiel es einfach nicht mehr ein. Ich weiß echt nicht mehr, welches. Ich glaube, es war eine Suppe oder so. Keine Ahnung, jedenfalls habe ich echt nach YouTube, keine Ahnung, dann Rezept. Dann kamst du und du warst lustig und dann kam dein Lied, ich glaube, wo du selbst gesungen hast und mit Gitarre und so. Ja, genau. Ja, genau. Und ich dachte mir, oh, die spackt ab, die finde ich gut. Hast du die Leute dann kontaktiert, weil du sie einfach gut fandest? Also hat man sich deswegen connected oder ist es so, dass man sich kennenlernt auf Veranstaltungen und dann merkt, hey, man versteht sich, ich finde den Kanal auch cool? Von manchen. Manche habe ich erst kennengelernt und dann den Kanal gesehen. Also ich meine, man kann sich ja menschlich verstehen und den Kanal trotzdem scheiße finden. Ist das so? Das gibt es in der Tat. Das ist nicht so schön. Ja, also das würde ich in Person nicht sagen. Also ich würde dir vielleicht Tipps geben. Sie wird mir jetzt ganz subtil auch Tipps geben und sagen so, Hanna, also wirklich so, ich finde dich eigentlich ganz nett, aber so. So war das nicht gemeint. Also dein Kanal. Ich habe mir gerade einen Strick in den um den Hals, gell? Wir machen mit was anderem am besten einfach weiter. Ja. Fangen wir mal. Also, Mikro aufessen. Fangen wir mal von vorne an. Warum hast du überhaupt bei YouTube angefangen? Ich habe mit YouTube angefangen. Also, ich weiß nicht, ich mache ja größtenteils Frisuren und sowas. Ja. Und mein erstes Video sind auch Alltagsfrisuren, die ich halt gezeigt habe. Und ich wollte Leuten meine Frisuren zeigen. Sieht wunderschön aus, danke. Die Haare, die sind. Ja, ich lasse sie jetzt einfach, weil die machen eh, was sie wollen. Ich kann sie ja noch mehr so. Besser? Du brauchst keinen Ventilator mehr. Das ist passiert ganz natürlich. Ja, ja. Du hast angefangen mit Beauty-Videos. Genau. Wollte meine Tipps ein bisschen teilen, wollte den Leuten, also auch meinen Freunden, weil die immer sagen, oh, du machst so geile Hochsteckfrisuren, zeig mir, wie das geht und so. Ja, und so ist es entstanden und ich konnte schon sehr, also seit ich 12 bin oder so, schneide ich schon Videos und ich hatte einen Spiegelreflex. Krass. Ja, also ich mache das natürlich mit Movie Maker und so anfangen und Dia-Shows und das war voll geil dann. Dann, ja. Arbeitet man sich hoch. Womit schneidest du jetzt? Mit Adobe Premiere. Also jetzt bist du richtig professionell geworden. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ich persönlich bin auch so ein Freak. Ich liebe Qualität. Ja, wie definierst du denn Qualität? Also ich persönlich mag Ton. Also der Ton ist, glaube ich, echt so mit das Allerwichtigste, finde ich, weil so, wenn jemand mit in einem hallenden Raum redet, die Person nicht verstehst und es rauscht oder so, dann denkst du dir irgendwann, was? Und also ich finde, den Ton ist sogar fast das Wichtigste. Dann vielleicht keine Webcam oder so. Sogar iPhones machen richtig gute Videos heutzutage, das ist echt krass. Das ist echt krass, mein iPhone wirklich? 6, ich benutze das öfter mal einfach so. Ich habe damit jetzt auch eine ganze Weile schon gevloggt und das ist richtig gut. Also zum Beispiel, das finde ich schon, macht auch einen guten Ton. Dann natürlich Helligkeit, vielleicht einen coolen Schnitt. Und das ist so, was Qualität ausmacht. Natürlich neben der Persönlichkeit, die auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, aber die Persönlichkeit ist so eine Sache. Also ich gebe mal konkret auf dich. Was macht denn deinen Erfolg aus? Warum kommst du bei dem Publikum so gut an? Jetzt ohne dich so sehr in den Himmel loben zu müssen. Also ich bin einfach so. Also erstmal sehe ich mal super geil aus, ja? So, first of all. Quatsch. Nee, also ich denke, es ist super wichtig, dass man halt man selbst ist. Und ich bin jetzt eine Person, also ich mache so, auf der einen Seite mache ich halt echt viel Schminke und ich mache mich auch gerne schön, mir macht das einfach Spaß. Aber auf der anderen Seite habe ich auch voll einen an der Waffel und kann auch mal, weiß nicht, ich bin einfach ein bisschen lustig ab und zu, also was ich halt crazy empfinde, crazy, weiß nicht, ich glaube, du bist ein Fall, ein ähnlicher Fall, also genau, also deswegen, das kann ich mir vorstellen, dass die Leute einfach das ein bisschen unterhält und die finden mich, glaube ich, ganz nett, hoffe ich zumindest. Du bist ja auch so ein Strahlemensch, so eine frohe Natur, oder? Also halt ein bisschen positive Ausstrahlung gehört halt immer dazu. Diese ganzen kreischenden Mädels und die wollen alle ein Autogramm von dir und du bist ein Star. Wie fühlt sich denn das an? Ich meine, du machst eigentlich, ich sag mal, du hast angefangen zu Hause YouTube-Videos, also Videos zu machen und die online zu stellen. Das ist super strange, kann ich dir wirklich sagen. Also ich, wie gesagt, ich mache jetzt gerade mein Abitur und bin zu Hause in meinem Alltag, habe meine Familie, mache genauso Hausarbeit und so ein Quatsch und dann komme ich hierher und dann ist das so surreal. Ja, wirklich. Und dann kommen die Leute und gucken dich an. Bist du? Und, ja, und dann nicht so. Das war die Reaktion. Ja. Da habe ich sie zurück. Oh mein Gott, bist du das? ja, das fand ich ganz witzig. Das ist halt total nicht real. Also, man kann es eigentlich nie realisieren. Also, auch wenn du nach Hause kommst, ins Bett legst, dann denkst du auch, kannst du es nicht so richtig verarbeiten. Nee, was ich witzig finde, manchmal, wenn ich meine Videos angucke, auch vielleicht von einem Monat oder so, dann betrachte ich mich ein bisschen mehr von außen sogar. Dann denke ich mir,
also ich weiß nicht, dann denke ich mir gar nicht, okay, das bist du gerade, der da redet, sondern das ist eher so ein YouTube. Also ich, das ist total strange, was ich euch hier gerade erzähle. Aber manchmal checke ich das selbst nicht, dass ich das... Ich weiß genau, was du meinst. Dieses Gefühl, wenn du das Gefühl hast, du bist so außerhalb von dir und du beobachtest das ja, so. Ja, mhm, wirklich. Das ist total krank, ja, aber... Ja, ich kenne das, aber... Cool, danke. Vielen Dank. Ich kann sehr mit dir mitfühlen, obwohl ich kein YouTube-Star bin. Dankeschön. Ich mag übrigens so eine Nagellackfarbe. Hat gerade nichts mit dem zu tun, was Dankeschön. Du gesagt hast, aber sieht sehr geil aus. Seht ihr in meinem neuesten Video? Ah, wirklich? Ja. Machen wir gleich Werbung dafür. Okay, danke dir, Katja. Okay, gerne. Falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, lasst mir gerne ein Abo da. Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal mit euch. Ich schicke euch ein dickes Bussi auch an dich, liebe Kathi. Und bis zum nächsten Mal. Baba.